Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir warten nur noch darauf, bis die letzten Formalitäten erfolgt sind, damit alles seine Richtigkeit hat. Und jetzt das Spiel. Newcastle on the Lime gegen Offenbach. Hallo und willkommen von mir, Marco Hagemann und Hansi Küpper. Hallo Hansi. Ich freue mich hier zu sein und ich freue mich aufs Spiel. Dann wollen wir uns mal die Aufstellung der beiden Teams ansehen. Das Spiel hat begonnen. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Und die Schusschance. Drin das Ding! Also das Ding, das gucke ich mir in den nächsten Tagen noch einige Male an. Das hat er herrlich gemacht. Die Ballkontrolle, stark, wie er sich den Ball vorlegt. Klasse. Und dann dieser Abschluss. Das ist ein Foul. Und der Fernschuss, was ein Strahl. Er zirkelt ihn rein. Der ist drin! Und damit führen sie jetzt schon mit 2 Toren Unterschied. Was für ein Überfall. Genau so haben sie es im Training einstudiert und genau so auch im Spiel umgesetzt. Ganz genau so musst du zum Kopfball gehen mit der nötigen Portion Entschlossenheit. Das hat er richtig stark gemacht. So, 2-0 jetzt also. Das ist jetzt die Frage. War es das? Sie haben die Führung ausgebaut. Ist das schon die Entscheidung? Oder erleben wir doch noch mal die Wende? Und der Torwart hat ihn. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Er versucht's mit dem Kopf. Ja, der war wichtig. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Training zahlt sich aus. Das ist gutes Zweikampfverhalten. Und sie bekommen hier den Freistoß. Wenig überraschend, dass es dafür die gelbe Karte gibt. Da geht er durch. Das kostet Kraft. Ein Foul war es, überhaupt keine Diskussion. Keine Verwarnung. Der Unparteiische belässt es gerade noch so bei einer Ermahnung. Na, das ist schon ziemlich weit weg, aber vielleicht für ihn nicht zu weit. Absolute Augenweide. Super. Also wenn die nicht aufpassen, gibt das hier einen richtigen Streifen. Dieser Treffer zeigt ganz eindeutig, was das für ein überragender Fußballer ist. Standardsituationen sind seine große Stärke. Und wenn wir das hier sehen, dann dürfen wir feststellen, sie sind seine ganz große Stärke. Damit also steht's 3-0. Weit von hinten nach vorn geschlagen.
Er steckt ihn durch. Und er schießt. Ein echter Reaktionstest für den Torhüter. Da haut er einfach mal drauf, das hätte was werden. Durch die Abwehr. Er trifft ihn. Nee, diesmal nicht. Er versucht ihn da durchzuspielen. Er schießt zwar, aber ohne Erfolg. Frei vor dem Tor, freier vor dem Tor, am allerfreiesten vor dem Tor und er macht das Ding nicht rein. Das ist einfach nur schlecht. Mittlerweile wissen wir, was dieser Mann kann. Er wühlt, er rackert, er glaubt immer an seine Chance und wenn sie sich ihm bietet, dann nutzt er sie mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Ab auf die linke Seite und raus auf die Seite. Sie waren doch in der Überzahl, aber sie haben es nicht geschafft, das auszunutzen. Absolut keine Chance, diesen Riegel zu knacken. Ab in die Spitze. Das war wichtig, dass er da gerade noch angekommen ist, sonst wäre es gefährlich geworden. Rüber, nach rechts. Offenbach hat das Glück, dass der Gegner den Ball nicht richtig kontrollieren kann. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Fans jetzt ein bisschen sauer auf ihn sind, aber irgendwie zeigt uns das ja auch, dass selbst Top-Profis manchmal nur ganz normale Menschen sind. Er streckt sich und kommt an die Kugel ran. Versucht die Gasse zu finden. Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Und sie bekommen hier den Freistoß. Klare Sache, das muss gelb geben. Newcastle on the line, schon mit zweimal gelb. Versucht die Gasse zu finden. Da treibt er den Ball weit vor. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Er steckt ihn durch. Durch die Abwehr. Er versucht ihn da durchzuspielen. Der ist schön durchgekommen. Nicht optimal, der Abschluss. Und dann suchen sie den Abschluss aus dieser Distanz. Vielleicht hätten sie versuchen sollen, diesen Angriff besser auszuspielen. Gute Chance und er hatte echt was drauf heute. Und spätestens jetzt weiß die Hintermannschaft, wenn du einen wie ihn nur Sekunden aus dem Auge lässt, dann folgt die Strafe auf dem Fuß. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Bei dem Konter war eine Menge drin, aber sie haben es versemmelt. Er schlägt ihn nach vorne. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Versucht, die Gasse zu finden. Weit nach vorn gespielt. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Das ist die Chance. Jetzt ist er drin. Mit dem Platz und der Zeit, die er da hatte, konnte er eigentlich gar nicht mehr daneben schießen. Da haben Sie die Situation richtig erkannt. Das Anspiel kommt an, der Abschluss. Das waren die ersten 45 Minuten. 3-1 der Stand bis hierhin. Auf geht's zur zweiten Hälfte. Da ist die Chance. Guter Ballvortrag.
was wohl als nächstes kommt. Durch die Abwehr. Eine gefährliche Situation, aber er war voll auf der Höhe. Sie waren doch in der Überzahl, aber sie haben es nicht geschafft, das auszunutzen. Die Tür ist sperrangelweit offen. Ein langer Ball. Gut abgelaufen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Bei dem Konter war eine Menge drin, aber sie haben es versemmelt. Versucht die Gasse zu finden. Und direkt in die Sturmspitze. Er spielt die Kugel rüber nach rechts. Guter Einsatz. Sowas sieht man immer gerne. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Sie waren doch in der Überzahl, aber sie haben es nicht geschafft, das auszunutzen. Die Flanke geht zur langen Ecke. Starke Flugeinlage. Auch wenn er nicht reingeht. Eine wunderschöne Aktion, ganz nah an der Grenze zum Tor des Monats. Er steckt hindurch. Versucht ihn da durchzuspielen. Einfach mal draufhalten. Und der zweite Versuch sitzt. Freunde, was ist denn hier los? Der Ball ist drin. Ein Treffer fehlt noch. Schaffen sie noch den Ausgleich? Der Torhüter kann den Ball nicht festhalten und sein Team zahlt den Preis dafür. Ein schwacher Stürmer, der schaltet in dieser Situation ab, aber ein klasse Mann, der ahnt das Ganze, der setzt nach und dafür wird er belohnt. Und damit brauchen sie nur noch eins. Sie haben den Anschlusstreffer gemacht, sie haben den Gegner unter Druck gesetzt, jetzt gilt es, die Verunsicherung beim Gegner auszunutzen. Und sie bekommen hier den Freistoß. Einfach mal weggedroschen. Versucht die Gasse zu finden. Klasse Stellungsspiel, gut geklärt. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Er steckt ihn durch. Durch die Abwehr. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Bei dem Konter war eine Menge drin, aber sie haben es versemmelt. Schön wäre den Ball nach vorn. Und sie bekommen hier den Freistoß. Und der kommt durch. Jetzt die Chance. Schlagen ihn nach vorn. Training zahlt sich aus. Das ist gutes Zweikampfverhalten. Versucht die Gasse zu finden. Da tankt er sich durch. Er steckt ihn durch. Da kriegt er den Ball. Durch die Abwehr. Sie waren doch in der Überzahl, aber sie haben es nicht geschafft, das auszunutzen. Und dafür bekommt er die Quittung. Gelb.
Er kommt noch mit dem Kopf an den Ball. Er liegt in der Luft, aber leider wird er nicht belohnt. Wunderschöne Aktion, ein herrlicher Flugkopfball. Das Einzige, was fehlt, das ist die allerletzte Präzision. Da hätte er wirklich noch was für sein Torekonto tun können. Er ist ein Riesenspieler, ganz schwer zu verteidigen. Da musst du als Verteidiger manchmal einfach hoffen, dass er das Tor nicht macht. Nur noch ein paar Sekunden, dann ist das Ziel erreicht. Versucht die Gasse zu finden. Ja, das gegnerische Team macht richtig Alarm, aber er kann die Situation lösen. Ab in die Spitze. Puh, da wird er abgeräumt. Er versucht ihn da durchzuspielen. Und ein Schuss. Der Ball prallt vom Pfosten ab. Abpfiff, das Spiel ist beendet. Ja, trotz einiger Schwächen in der Defensive kann der Trainer mit seiner Mannschaft zufrieden sein. Am Ende zählt doch allein das Ergebnis. Mit diesen beiden Siegen ist das Weiterkommen praktisch eine Formalität. Sie haben den Sieg eingefahren, sie haben knapp gewonnen und das, weil sie wirklich vor allem durch die Mitte brillant gespielt haben.